Tag, hier Firma Hansa Büroausstattung. Sonja Frisch am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Ich hätte da noch eine Frage wegen unserer Bestellung. Darf ich Ihren Namen erfahren und von welcher Bestellung Sie sprechen? Wir haben hier mehrere Bestellungen. Ja, Kovac hier, Herr Kovac. Es geht um die Bestellung von vor 2 Wochen. 30 Bürostühle für unsere Firma. Und wir hätten jetzt die Bezüge doch gerne nicht alle in Anthrazit, sondern auch in anderen Farben. Geht das? Entschuldigung, Herr Kovac, aber können Sie mir bitte den Namen Ihrer Firma, das Datum und die Bestellnummer sagen? Das ist die Firma Inforama in Frankfurt und die Bestellung ist vom 17. oder 18. März, glaube ich. Haben Sie die Bestellung? Was sagten Sie? Ich verstehe Sie leider etwas schlecht. Also ich finde auf die Schnelle nur eine Bestellung von Ihrer Firma. Über 10 Rollcontainer für Schreibtische vom Februar. Könnten Sie mir nicht vielleicht kurz die Bestellnummer durchgeben? Das wäre sehr praktisch. Die habe ich jetzt leider gerade nicht da. Ah, hier ist etwas. Eine Bestellung über Bürostühle vom 12.03. Das war doch eine Woche früher. 30 Stück in Anthrazit. Die Bestellnummer war 784201. Moment, das müsste ich mir dann mal aufschreiben. 784201 vom 12.03. Gut, Herr Kovac. Sie hatten 30 Stühle Anthrazitfarben bestellt. In welche Richtung wollen Sie Ihre Bestellung denn ändern? Ja, eben nicht alle in Grau. Also vielleicht 10 in Anthrazit, 10 in Blau und 10 in Grün. Da hätten wir auch wieder verschiedene Farbtöne im Angebot. Bei Grün zum Beispiel 2. Möchten Sie lieber den dunkleren in Flaschengrün mit der Nummer B52 oder den helleren in Minzgrün, Nummer B53? Vielleicht den dunkleren in, was war das? Minzgrün, B50. Die dunkleren sind Flaschengrün, Nummer B52. Nein, dann nehmen wir lieber die helleren. Gut, Herr Kovac. Und bei Blau auch die hellere Variante? Nein, da nehmen wir dann die dunkleren, dunkelblau. Das wäre dann die B51. In Ordnung, dann ändere ich das. Sie erhalten eine neue Bestellbestätigung per E-Mail, die Sie mir bitte kurz gegenbestätigen. Ja gut, und wann kommt die Bestellung dann? Vermutlich erst in 3 bis 4 Wochen, da wir die gewünschte Stückzahl in Minzgrün nicht auf Lager haben. Okay, hoffentlich. Wir brauchen Sie dringend. Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Kovac.